Topfgucker TV empfiehlt. Mein Name ist Thomas Fischer. Wir zeigen Ihnen jetzt hier unsere Speck-Semmelknödel, eine hervorragende Beilage zu Wild. Da haben wir erstmal hier ein paar Brötchen und ein bisschen Brot klein geschnitten. Das tun wir jetzt erstmal ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. So, dann haben wir ein Ei. Muss auf jeden Fall wegen der Bindung. Muss das rein. So, dann können wir noch ein bisschen Milch. Und einen Schluck Wasser. So, und für die Speckknödel brauchen wir natürlich auch ein bisschen Speck. Den tun wir vorher in der Pfanne ein bisschen schön auslassen. So. Jetzt dauert es 2-3 Minuten. So, in der Zwischenzeit tun wir hier ein bisschen weiter kneten, bis das halt dann ein richtiger, fester Brei wird. Das ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen zu flüssig, da müssen wir noch ein bisschen was reinmachen. Das Brot nach. Und schön verrühren und verkneten. Man kann das jetzt nicht bloß aus Weißbrot oder Brötchen machen, man kann es aus Schwarzbrot machen, man kann es aus Vollkornbrot machen. Das ist egal. Ändert halt bloß noch ein bisschen was am Geschmack, ob es ein bisschen herzhafter ist oder ob es ein bisschen milder sein soll. So, jetzt gucken wir mal nach dem Speck. So, ja, dauert noch einen kleinen Moment. Ah, da ist ganz gut. Jetzt sehen wir den Speck, wie er ein bisschen knusprig geworden ist. Im eigenen Fett. Und das kippen wir jetzt in die Knödel, so, vielleicht in die komplette Flüssigkeit. Machen wir jetzt mit dem Löffel. So. Jetzt könnte ein bisschen warm sein. Müssen wir irgendwas verrühren. So, und schon ist der Grundteig für die Speckknödel fertig. Kann man dann am besten, wenn man sich ein bisschen Frischhaltefolie zurechtlegt. Dann tut man den dann formen. Machen wir ein bisschen leer. So. So, haben wir jetzt ein bisschen drehen und schon haben wir den rohen Knödel fertig. Den tun wir dann in nicht mehr ganz kochendes Wasser, dass es wirklich bloß durchzieht. Den tun wir hier rein und dauert, wir machen mal einen Knoten einmal. Den tun wir dann hier rein und lassen den so ungefähr, sagen wir so 10 Minuten erstmal da drin ziehen. Als nächstes machen wir die Champignons. Da machen wir uns erstmal eine Pfanne heiß. Ein bisschen Öl, ein bisschen Butter. Mal die Zwiebeln hier drin ein bisschen anspitzen. Also Pilzen gehören immer ein paar Zwiebeln. So, mal einen kleineren Brocken. Mal in der Zwischenzeit schon mal gucken, ob das der Knödel macht. Ja, das wird schön. So, und jetzt. Jetzt tun wir die Champignons dazu. So, das tun wir ganz normal mit Salz, Pfeffer würzen. So. Jetzt geben wir ein bisschen Butter hinzu. So, in der Zwischenzeit machen wir uns dann schon mal die Pfanne fürs Fleisch heiß. Jetzt nehmen wir einen Schluck dunkle Soße, am besten auch vom Wild. So eine Art Pilzsoße, Jägersoße. Ein
jetzt hier die Wildschweinmedaillons. Die tun wir jetzt in eine heiße Pfanne. Die Medaillons werden dann halt von beiden Seiten scharf angebraten. Also ein bisschen vorwürzen. Ja. Von der anderen Seite auch noch. So, jetzt haben wir die von beiden Seiten angebraten. Kann man ja noch mal sehen. So, also ich stelle die Medaillons jetzt unter den Grill. Zu Hause kann man das auch in den Backofen schieben bei 80, 90 Grad einfach gar ziehen lassen. Zeit, von der Zeit her würde ich mal denken, so 7, 8 Minuten bei 80 bis 100 Grad. Unterm Grill geht es ein bisschen schneller. So, da werden wir jetzt mal gucken, wie der Knödel aussieht, ob er denn schon fertig ist. Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Wir gucken einfach mal nach. So, dann tun wir erst mal die Folie abschneiden. Vorsicht, heiß. So. Jetzt gucken wir mal. Können wir ja dann so leicht aufschneiden. Den tun wir jetzt auf unseren Teller anrichten. Jetzt haben wir es mit dem Teller, mit der Beilage. Und jetzt nehmen wir unsere Champignons. Tun wir in die Pfanne. So. Nur leicht rosa. Kann man sehen, kommt das Blut noch raus. Oder Blut nicht, Fleischsaft. Dann haben wir selbstverständlich ein paar Preiselbeeren. Passen immer sehr gut zum Wild. So, dann machen wir noch ein Salatblatt mit dran und dann sind wir schon fertig. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de